Hallo ihr Lieben, Alex von Micky hier und jetzt reicht's. Jetzt ist das Maß voll, jetzt ist es passiert, jetzt hat sich Olaf Scholz vollends blamiert und den letzten Rest seiner Glaubwürdigkeit eingebüßt. Was ist passiert? Am 7.1., das war vorgestern, gab es wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz und hinterher eine weitere Presseerklärung. Schon bei der ersten Presseerklärung hätte sich ja Olaf Scholz blamiert, als er sehr leise sprach, kaum zu hören, als würde er im Flüstermodus unterwegs sein. Er las dauernd von seinen Zetteln ab. Das tat er hier diesmal auch wieder. Er hat sich auch ein bisschen weniger versprochen als bei der letzten Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenrunde. Aber seine Zettel hat er auch wieder gehabt und besonders lustig war es, als dann nachher in der Fragerunde eine Frage gestellt wurde und dann hat er in seinen Zetteln ganz wild gesucht und gewühlt, bis er dann den richtigen Zettel gefunden hat und dann konnte er die Frage beantworten. Aber da wollen wir gar nicht großartig drüber sprechen. Das ist jetzt auch nicht das Thema für das heutige Video. Vom Hocker hat mich folgende Aussage gehauen, die auch in der Fragerunde dann zustande kam. Und eine seiner Antworten werden wir uns jetzt noch einmal ganz genau anschauen. Wer nicht geimpft ist, gefährdet sich selbst. Denn das wissen wir, dass diejenigen, die ungeimpft sind, eine große Gefahr laufen, dass sie von der Infektion erreicht werden. Und dadurch, dass sich die neue Variante sogar noch schneller überträgt, wie wir an den Zahlen unserer Nachbarländer sehen können, muss jeder davon ausgehen und jede, die sich nicht hat impfen lassen, dass die Infektion sie bald erreichen wird. Und das ist dann für einige davon ein hohes gesundheitliches Risiko. Erstmal bis hierher, es geht nämlich gleich noch weiter und dann kommt es noch besser. Ja, die Gesundheit liegt ja den Politikern und der Regierung so am Herzen und sie müssen ja alles tun, um die Gesundheit der Menschen zu erhalten, das Gesundheitswesen zu entlasten. Also ich habe die Freiheit, ob ich rauche oder ob ich nicht rauche. Ich bin nicht Raucher, aber ich könnte jederzeit mir eine Zigarre oder irgendwas anzünden. Und ich könnte dadurch Krebs bekommen, Herzinfarkt, Schlaganfall, was auch immer. Diese Freiheit habe ich. Ich könnte mich auch ins Koma saufen, wenn ich Alkohol trinken würde. Ja, ich trinke ja absolut selten mal was, aber ich hätte die Freiheit, mich ins Koma zu saufen. Ich hätte die Freiheit, zum Alkoholiker zu werden und auch dementsprechende Folgeerkrankung zu haben und dann auch wieder mit irgendwas auf die Intensivstation zu kommen oder wie auch immer. All diese Dinge werden den Menschen zugebilligt. Ja, und Rauchen zum Beispiel ist wie russisch Roulette. Jeder sechste Raucher bekommt Lungenkrebs. Alles das ist okay und alles das kann man machen. Aber am Ende des Tages kommt da so eine kleine Grippevirus-Variante um die Ecke und dann wird dann die große Paniktrommel geschlagen. Obwohl 99,99 irgendwas Prozent der Bevölkerung überhaupt gar nicht erkrankt. Ja, ein positives Testergebnis bedeutet ja möglicherweise, dass man, wie viel Virus auch immer man in sich hat, falls das Testergebnis überhaupt richtig ist. Ja, aber es bedeutet ja nicht, dass jemand krank ist oder Symptome überhaupt entwickelt oder sogar ins Krankenhaus muss oder auf die Intensivstation. Das sind lediglich positive Testergebnisse. Viele Menschen haben auch schon in den vergangenen Jahren irgendwelche Viren oder Infekte gehabt, von denen sie nie was gemerkt haben und dann hat sich das Immunsystem darum gekümmert und sie waren dann durch mit der Sache. Ja, und heute, oh, wir haben ja die Tests und dann haben wir Inzidenzien und positive Testergebnisse und dann müssen wir die Verbreitung stoppen, sonst haben ja andere auch wieder ein positives Testergebnis. Meine Güte, hören sich die Leute überhaupt selber zu? Hören die sich überhaupt selber reden? Aber es kommt noch besser. Schaut hier. Denn das, was man an der einen oder anderen Stelle hört, dass es nicht so gefährlich sei, stimmt nicht. Ja, von allen Enden der Erde hören wir eigentlich, dass Omikron ziemlich harmlos ist. Ne? Bisschen Halskratzen, vielleicht mal Husten, bisschen Schnupfen, bisschen müde oder so. Ja, aber das geht nach ein paar Tagen wieder weg und das war's dann. Das hören wir aus Südafrika, da gibt es eine Studie in England, das hat sogar der von Oscar Lafontaine als Hullbuie bezeichnete Karl Lauterbach gesagt, dass diese Variante anscheinend nun doch nicht so gravierend ist, als dass man sich da wer weiß was für Sorgen drüber machen müsste. Aber Olaf Scholz, der weiß alles besser, der weiß es besser als alle anderen. Es ist auf keinen Fall eine harmlose Variante, auch wenn das gesagt wird. Er weiß, dass es eine gefährliche Variante ist.
und viel gefährlicher, als so manche Leute sagen. Damit hat er sich endgültig aus der Glaubwürdigkeit verabschiedet. Er hat sich lächerlich gemacht und mit solchen Dingen, mit solchen Aussagen, mit solchen, ja, was soll man anderes sagen als Lügen, will er die Impfpflicht begründen. Also jetzt sollte wohl auch schon dem letzten Hinterwäldler auffallen, dass es hier nur um eine Veralberung der Menschen geht. Und ich habe kein Verständnis dafür, dass Politiker so einen Quatsch erzählen und dann vielleicht auch noch darauf spekulieren, dass die Leute das glauben. Und leider, leider, leider haben wir viele Menschen in unserer Gesellschaft, die das tatsächlich auch glauben. Oh ja, der Bundeskanzler hat es ja gesagt und ja, und da müssen wir jetzt alle und wir nicht und die, die nicht mitmachen, oh, das haben die Medien ja gesagt, das sind alles Aluhutträger, das sind alles Verschwörungstheoretiker und Leugner und Neonazis und was weiß ich nicht alles. Ne? Also da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür und jetzt reicht es auch. Wie lange wollen wir uns hier noch verschaukeln lassen? Wie lange wollen wir uns diesen ganzen Quatsch noch anhören? Also wer jetzt noch mitmacht, der ist echt daran schuld, wenn wir hier in eine Diktatur abrutschen. So naiv kann kein Bundesbürger sein, als dass ihm das nicht auffällt. Wir müssen uns jetzt mal dagegen wehren. Wir sagen, wir machen nicht mit. Diese Begründungen, die sie uns liefern für ihre Vorhaben, die sind ja nun absolut durchschaubar und lächerlich. Es fällt mir echt schwer, weiterhin Respekt vor diesem Mann zu haben, der so ein Zeug in die Welt hinausredet, was eigentlich jeder durchschauen kann, dass es sich dabei um irgendwelche Fake News handelt, um irgendwelche Falschaussagen, nur um die geliebte Impfpflicht begründen zu können. Dabei wissen sie noch gar nicht, wie sie das überhaupt aufführen sollen. Es soll kein Melderegister geben und so. Wie wollen sie das denn handhaben? Was sie ansonsten noch so beschlossen haben, da komme ich jetzt auch nochmal eben in Kürze drauf, 2G Plus für Restaurantbesuche, ne? Also nur Leute, die zweifach geimpft sind und noch einen Test mitgebracht haben. Oder halt Menschen, die geboostert sind, die brauchen keinen Test. Jetzt haben wir nicht mal eine Zweiklassengesellschaft, jetzt haben wir eine Dreiklassengesellschaft. Ja, da haben wir auf der einen Seite die Ungeimpften, von denen ja auch schon gesagt wurde, die werden an der Gesellschaft keinen Anteil mehr haben. Dann haben wir die zweifach Geimpften, die jetzt aber auf dem Stand der Ungeimpften sind, denn sie müssen sich ja noch testen lassen und so weiter und so fort. Und dann haben wir die Geboosterten und selbst die Geboosterten bekommen nicht ihre vollen Freiheiten wieder. Das wird alles nur so zugelassen, so gerade eben, was man den Leuten noch zugestehen möchte, mit Abstufung nach unten. Am Ende stehen die Ungeimpften, die total ausgeschlossen werden sollten aus der gesellschaftlichen Teilhabe. Und wenn jetzt irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, was hier in Deutschland läuft, dann tut es mir echt leid. Dann sind das Menschen, und da muss ich jetzt auch aufpassen, was ich sage, und deswegen werde ich diesen Satz lieber nicht vollenden. Ich werde jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen, was ich jetzt über Olaf Scholz denke. Also ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Teilt dieses Video, zeigt euren Mitmenschen, was es mit diesem Corona-Zirkus auf sich hat. Es ist alles nur eine Schmierenkomödie, ein Schmierentheater. Also teilt dieses Video, abonniert diesen Kanal, abonniert auch meinen Telegram-Kanal. Einfach bei Telegram eingeben, Alex von Mäcki. Und Telegram gibt es auch für PC, kann man danach googeln, sich das herunterladen und in die Suchleiste Alex von Mäcki eingeben. Dann kommt ihr dort auf meinen Kanal, auf dem es auch exklusive Inhalte gibt, die ich nicht auf YouTube bringen kann. Ja, abonniert auch diesen Kanal, abonniert mich auf Telegram. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alex.